die an den Ermittlungen beteiligt waren. Dienstrechtliche Konsequenzen. Der nun zu den dienstrechtlichen Konsequenzen führte. Damals hatte eine Frau den 36-Jährigen wegen des Verdachts, er könne ihrem dementen Vater falsche Medikamente verabreicht haben. Der Patient starb im Juli aufgrund einer natürlichen Todesursache. Neben dem Mordverdacht prüft die federführende Staatsanwaltschaft München 10 weitere Fälle.